Mit der deutschen Einheit ist für mich erstmal die Demonstration montags, die mich unwahrscheinlich begeistert haben, weil auf einmal von so einer kleinen Gruppe so eine riesen Volksmenge war. Dann der eigentliche Mauerfall habe ich verschlafen, mehr oder weniger. Da fing mein zweites Leben an. Einmal, wo das zweite Leben Deutschlands begann, begann auch mein zweites Leben. Ich bin durch eine Gallen-OP ins Krankenhaus gekommen oder hätte müssen. Und dabei stellte man fest, dass ich ein Pankreaskarzinom hatte, was natürlich schnellstens behoben werden musste. Das war am 7. November. Und wie ich wieder wach geworden bin und wieder so weit war, dass ich alles verstehen konnte, war die Mauer längst weg. Mein Mann hat mir dann alles erzählt, ich konnte es gar nicht glauben, das war noch auf der Intensivstation. Und dann habe ich gedacht, Mensch, so ein Ereignis hast du verpennt. Dein Ereignis, was jetzt stattfindet, verpennst du im Leben nicht mehr. Und so hat nicht nur meine politische Ansicht sich geändert, sondern auch meine Ansicht zu meinem Leben. Ich nehme heute alles gar nicht mehr so ernst. Viele Dinge sind mir nicht mehr wichtig, andere Dinge sind mir sehr wichtig. Freie Meinung ist mir sehr, sehr wichtig. Dann dieses kleinkarierte Denken mag ich nicht mehr. Und so hat sich eben durch den Mauerfall und durch diese Zusammenkünfte von verschiedenen Situationen so vieles verändert.